Einen wunderschönen guten Morgen. Ja. Ach Gott. Miami? Hey Süße. Ja, wir gehen jetzt zum Doktor und der macht dich heile heile. Und dann sehen wir uns später wieder. Ja, ich bringe sie jetzt zum Tierarzt und dann beten wir alle und drücken alle Daumen, dass und alle Pfötchen, dass alles gut wird. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe Miami jetzt abgegeben. Der Arzt hat noch mal kurz zusammengefasst, wie jetzt der Ablauf ist, was gemacht wird und wie die verschiedenen Optionen wären. Es kommt jetzt alles, wie gesagt, aufs Röntgenbild halt eben an. Wenn alles gut ist im Röntgenbild, dann ziehen sie den Zahn und ja, gucken überhaupt, was da alles so hier unten drinnen ist und was man davon entfernen kann oder was einfach medikamentös behandelt wird oder ob irgendwo vielleicht, hat gemeint, vielleicht steckt da irgendwo nur ein Grashalm dazwischen, das hat sich alles entzündet. Also ja, auf jeden Fall, das ist der Stand. Und er meinte so, ich soll mal gegen 11:30 dann, falls sie sich nicht selber schon vorher melden, soll ich gegen 11:30 anrufen und fragen, wie es ihr denn so geht und wann ich sie abholen kann. Genau, und dann werde ich sie wahrscheinlich gegen, hat gemeint, 12:30 abholen können. Da muss ich gucken, ich habe ja um 11:30, ich werde kurz vorher dort anrufen, weil um 11:30 haben wir den Termin mit der Osteopathin um 11:30 heute. Und es geht ja bis 12. Und dann wäre ich ja aber 20 Minuten später wieder hier und könnte sie abholen. Ich denke, das ist kein Thema, wenn ich zu denen sage, ich bin um 12:30 zum Beispiel da. Ich könnte theoretisch auch meinen Mann sie abholen lassen, aber ich will mir das selber gerne alles anhören, was sie genau gemacht haben und. Genau. Jetzt habe ich aber ein anderes Problem. Und zwar habe ich gestern den Samu vom Kindergarten abgeholt. Und es erstmal hatte er hier so eine rote Stelle und hier und so ein rotes Ohrläppchen. Und das sah aus, wie wenn er irgendwo gefallen wäre oder sich gestoßen hätte. Und dann habe ich aber näher geguckt und dann sah das aus wie ein Stich. Und dann, als wir zu Hause waren, habe ich einmal sein Gesicht sauber gemacht und mit so einem Roller, da sind so Kräuter drin, das ist extra für Mückenstiche oder für generell für Stiche, um das Ganze einfach so ein bisschen zu lindern und abklingen zu lassen. Da habe ich das gestern drauf gemacht. Und heute früh sah es eigentlich genauso aus wie gestern, teilweise noch schlimmer. Und ich habe jetzt auch gesehen, dass er am Ohr gestochen wurde, aber auf der anderen Seite. Und zwar hat sich da so eine richtige, so wie so eine Wasserblase gebildet, wie wenn das so eine harte Verbrennung irgendwie ist. Und er hatte auch gestern am Handgelenk, also hier ungefähr an der Stelle, hatte er das auch. Und es sah heute noch extremer aus. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, was ihn da gestochen hat, aber ich muss damit zum Arzt, weil so habe ich es noch nie gesehen. Das sieht wirklich furchtbar aus. Eine Mischung zwischen Verbrennung und ein paar Mal reingestochen und das sieht ganz, 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 ganz komisch aus. Und deswegen habe ich gerade meinen Kinderarzt angerufen. Wir können direkt kommen. Ja, mein Mann ist gerade Lias wegbringen, mit Lara wahrscheinlich zusammen und Samu hat jetzt bei meiner Schwester gewartet. Heute ist wieder was los, ich sag's euch, das ist so ein Tag. Sowas braucht kein Mensch. So, nächster Termin beim Kinderarzt mit Samu. Bin ich mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Samu, komm mal her, Schatzi. Gib mir deine Hand. Schaut mal. So geschwollen und rot. Warte mal. Hier. Es nässelt halt überall. Hier oben. Komisch. Bei Samu ist alles gut. Toi, toi, toi. Also ich... Oh Mann. Selbst husten tut weh im Kopf. Boah. Ich werde jetzt gleich eine Kleinigkeit essen und dann direkt mir eine Tablette einwerfen, weil heute ist einfach so ein krasser Tag. Es ist so viel zu tun. Ich weiß nicht, wo oben und unten ist. Okay, wir waren jetzt gerade beim Arzt drin und der hat gemeint, das ist einfach nur eine allergische Reaktion auf einen Mückenstich. Ganz simpel, total bescheuert. Ja, so sieht's aus. Man weiß ja nie, wie der Körper auf Mückenstiche reagiert und oder wo die Mücke vorher gewesen ist, dass dann der Körper reagiert. Ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, dass der Samu jemals gestochen wurde, auch der Lias. Also die kommen da total nach mir. Ich bin auch irgendwie in meinem ganzen Leben vielleicht 5-mal gestochen worden oder sowas. Also wir sind da total,
Ich weiß auch nicht. Werd auch nie gestochen. Wenn wir manchmal im Kroatien Urlaub waren und meine Schwester irgendwie 20 Stiche überall hatte, voll, und ich so einfach gar nichts. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist unser Blut nicht süß genug oder so. Ich weiß nicht. Die haben ja auch alle die gleiche Blutgruppe wie ich. Liegt vielleicht daran. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es einfach nur eine allergische Reaktion und man kann oder soll da auch nichts machen. Also nichts drauf schmieren oder da gibt es nichts gegen. Es ist einfach nur ein Mückenstich, da reagiert der Körper gerade drauf, aber man soll es so handhaben wie bei allen anderen Mückenstichen, sprich einfach in Ruhe lassen. Im besten Fall. Genau, einfach in Ruhe lassen, selbst verheilen lassen. Ja, durch diese allergische Reaktion kommt halt dieses Nesseln zustande sozusagen. Und das hört aber auch auf, das wird auch trocknen. Und ja, ich bin ganz schön nah am Bordstein dran. Das sollte ich doch mal ein bisschen korrigieren. Ja, das sieht schon besser aus. Ja, also, oh, Gott sei Dank. Ich habe heute Morgen nämlich... habe ich ihn gesehen und dachte mir so, oh, ist schon wieder so rot geworden. Wollte ich ihn gerade sauber machen. Ich wollte ihn sauber machen und dann frisch so eine Stichcreme. Das ist eine aus Kräutern, die total, die einfach natürlich ist sozusagen, wo nichts drin ist. Wollte ich drauf schmieren, aber das hat alles gar nichts gebracht, weil es einfach nur durch das Nesseln hin und her gewischt hat. Und dann habe ich ihn wieder sauber gemacht und gesagt, so, weißt du was, wir gehen jetzt zum Arzt. Das sieht irgendwie schon ganz schön krass aus, auch mit dem Ohr. Das sah wie so eine Verbrennung halt eben aus. Und genau, jetzt wissen wir aber mehr. Ich habe ihn gerade in den Kindergarten gebracht und habe das dort nochmal erzählt. Die haben ja gestern auch die Stiche gesehen. Das sah ja gestern im Prinzip genauso aus, wobei es heute noch ein bisschen extremer war. Also die Schwellung ist nochmal ein bisschen mehr gewesen, habe ich das Gefühl. Ich kann es jetzt auch nicht genau sagen, aber die haben das gestern ja schon gesehen. Naja, wir werden sehen, wie lange das dauert, bis das abheilt. Ja, ich habe mein Handy die ganze Zeit bei mir auf laut und hoffe die ganze Zeit, dass einfach kein Anruf kommt, weil ich genau weiß, wenn der Anruf kommt, dass es nichts Positives ist. Deswegen hoffe ich die ganze Zeit, dass mein Handy einfach nicht klingeln wird und dass ich mich selber später dann melden werde. Ja, und jetzt werde ich erstmal kurz mich mit Lara beschäftigen, weil sie auch jetzt fast wieder ihre Schlafenszeit hat. Und wenn sie dann schläft, dann werde ich was frühstücken, mal ein Medikament nehmen und dann selber mit meiner Arbeit loslegen. Und wir werden ja dann spätestens um 11 hier losfahren. Ich möchte ein bisschen früher dort ankommen, dass ich in Ruhe von dort aus so um 20 nach oder sowas dann den Tierarzt anrufen kann und dann da halt in Ruhe telefonieren kann und nachfragen kann, bis dann um halb der Termin anfängt. Genau, und wenn wir dann wieder zu Hause sind, dann hole ich Miami ab, hoffentlich, dass alles in Ordnung ist und ich sie dann da abholen kann. Und in der Zeit möchte ich einfach ja dann mit Lara und Miami chillen und einfach, dass alles ruhig ist sozusagen. Deswegen kann ich eigentlich jetzt nur dann von gleich, sagen wir 9.30 Uhr bis 11 Uhr ungefähr arbeiten. Dann danach heute, auch wenn Lias und Samu wieder da sind, wird es alles nicht so leicht. Ist nicht so leicht. Genau, dann werde ich morgen wieder loslegen. Aber ich habe ja gestern es geschafft, tatsächlich 2 Videos zu schneiden und ich habe gestern auch 2 Vlogs online gestellt. Also morgens ein, mittags ein oder beziehungsweise abends ein. Und ein Reel habe ich auch gestern online gestellt. Also... hat super funktioniert und heute gucke ich mal, wie weit ich komme. Ich hoffe, ich kriege einfach ein Video geschnitten. Genau. So, ihr Lieben, ich melde mich später immer mal wieder. Hoffentlich mit guten Nachrichten. Ich bin heute irgendwie im Gegensatz zu gestern echt ein bisschen positiver gestimmt und habe irgendwie heute wieder ein positives Gefühl. Ganz, ganz komisch. Gestern war ich so relativ neutral, schon fast in die negative Richtung. Und heute bin ich eher so, wird alles gut gehen. So in meinem Kopf ist so, es wird alles gut gehen. Ich kriege keinen Anruf, es wird alles gut gehen. Ich hole sie später ab und sie ist zu Hause. Ja. So, wir haben mittlerweile 7:07 und ich habe noch keinen Anruf bekommen. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Zeichen. We will see.
Also ich glaube, weil ich habe sie um 8 abgegeben, ich glaube so vielleicht 8:30 Uhr haben die vielleicht angefangen. Ich denke, spätestens um 9 hatten die auf jeden Fall die Röntgenbilder. Das ist jetzt alles nur so vage geschätzt. Es kann auch alles viel schneller gehen, weil die ja schon gesagt haben, dass ich ab 11:30 Uhr anrufen kann und da würde sie dann schon 2 Stunden wach sein. 11:30 Uhr. Also es ist theoretisch eine schnelle OP, hat er gesagt. Es sei denn, die finden irgendwas. Und wenn sie was finden, dann würden sie ja anrufen. Also theoretisch, jetzt von der Uhrzeit her, müsste es eigentlich soweit sein, dass alles in Ordnung ist. Ich habe auf jeden Fall ganz, ganz, ganz große Hoffnung. Jedes Mal, wenn ich auf die Uhr gucke und wieder Zeit vergangen ist und kein Anruf gekommen ist, ist es so, yes, meine Maus schafft das. Die ist stark. Ja, ich bin auf jeden Fall gerade guter Dinge, sagen wir es mal so. Bin gerade jetzt am Frühstücken, am Videoschneiden, habe Lara eine Flasche gegeben, sie gewickelt, sie hingelegt. Das war aber schon so um 20 nach 9, also ist eine gute halbe Stunde her. Jetzt ist sie aber auch direkt eingeschlafen. Das ist sehr gut, dass ich später keine knatschige kleine Maus habe beim Osteopathentermin. Genau. Ja. Es steht gerade viel an. Oder es stand auch viel an, aber alles ist bis jetzt positiv ausgegangen. Also es gab jetzt auch andere Ergebnisse, ärztliche Ergebnisse, die auf die wir gewartet hatten in der Familie. Und es ist bis jetzt alles gut ausgegangen, toi toi toi. Auch mit Samu heute Morgen. Ich dachte schon, Gott, was ist das denn jetzt am Ende wieder? Irgendeine Kinderkrankheit oder keine Ahnung was. Jetzt fehlt nur noch Miami und die schafft das auch und dann ist endlich alles so weit durch. Also ernsthafte Sachen zumindestens. Ja, das als kurzes Update, dass ich glaube, dass alles gut geht, weil einfach die Zeit jetzt schon so überschritten ist, dass eigentlich alles gut sein müsste. Hoffentlich. So, wir haben jetzt, wie viel haben wir eigentlich? 11:07 Uhr. Ich bin jetzt auf dem Weg mit Lara zur Osteopathin. Und kurz bevor ich reingehe, werde ich dann meinem Tierarzt anrufen. Bis jetzt kam noch kein Anruf. Also ich werte das als ein sehr, sehr gutes Zeichen und werde dann aber gleich nochmal, ja, Bescheid sagen, was denn jetzt rausgekommen ist letzten Endes. Ja. So, da melde ich mich. Ich kann mich vorher nicht melden, weil es alles so knapp gewesen ist, beziehungsweise jetzt auch nach der Osteopathentermin. Also ich habe geparkt und habe dann direkt angerufen. Und die Frau, die da rangegangen ist, die hat gerade ihren Dienst begonnen. Die konnte mir nicht viel sagen, außer dass Miami wach ist und dass sie die OP gut überstanden hat. Gott sei Dank. Oh mein Gott, ich freue mich so, 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 so sehr. Ja, und sie meinte, ich hätte sie sogar da schon abholen können, weil sie super schnell wach geworden ist und sehr fit auch scheint nach der OP, also richtig, richtig positiv. Und habe ich aber gemeint, dass ich jetzt, hatte denen ja heute Morgen schon Bescheid gesagt mit dem Osteopathentermin, das wusste sie halt nur nicht. Habe gemeint, ich komme sofort danach und hole sie ab. Und hat sie gemeint, gar kein Stress. Dann hat sie noch mal ein bisschen Zeit, noch ein bisschen fitter zu werden. Und ja, also ich hole sie jetzt ab und dann kriege ich jetzt erstmal überhaupt erzählt, was denn überhaupt alles gewesen ist, was gemacht wurde, was gefunden wurde oder auch nicht. Und keine Ahnung, ich habe ja noch gar keine Ahnung. Ich hoffe, da kommt jetzt nur Positives bei raus. Und ja, ich berichte auf jeden Fall später. Und auch vom Osteopathentermin. Da ist nämlich auch richtig viel passiert heute. Und mir wurde auch einiges gesagt wegen meiner Haltung und überhaupt. Also ja, da berichte ich später in Ruhe. Hallo, ihr Lieben. Wir haben jetzt kurz nach 3. Ich fahre jetzt gerade kurz zum Kinderarzt, um das Rezept abzuholen. Und dann gucke ich mal, wie viel Zeit ich noch habe. Ich weiß halt nicht, wie lange das dauert, weil die gesagt haben, ich soll da kurz warten und auf die Entscheidung dann halt warten, ob ich noch mal ein neues Rezept für Lara bekomme oder eben nicht. Dann gehe ich Samu und Lias abholen. Ich habe mich jetzt seit heute früh beziehungsweise seit der Abholung von Miami nicht mehr gemeldet, weil ich erstmal selber so ein bisschen klarkommen musste. Die Frau am Telefon hat mir ja gesagt, Miami geht's gut. Die hat die OP gut überstanden und ist aus der Narkose erwacht und ist fit. Das war alles drauf bezogen, auf wie es ihr halt eben gerade geht, ihr Zustand.
Ich habe es aber drauf bezogen, weil ich hatte sie ja dann auch gefragt, ja, was wurde denn jetzt gemacht? Und sie hat ja noch zu mir gesagt, dass sie das nicht weiß, dass sie nur weiß, wie der aktuelle Zustand ist und dass sie alles gut überstanden hat. Aber ich habe das so ein bisschen auch aufgefasst mit, ich dachte jetzt, ihre Zähne wurden gezogen und sie hat alles gut mitgemacht, die gut überstanden, die haben sich ja auch nicht gemeldet und so weiter. So habe ich das aufgefasst und mich mega gefreut und war so richtig hyped und keine Ahnung was. Und ich bin ja dann da reingekommen und dann ist der Arzt mit mir erstmal in ein Zimmer gegangen, hat Miami dann geholt und dann hat er berichtet, was halt eben gewesen ist. So, ich war jetzt einmal kurz beim Arzt drin und wir bekommen das neue Attest. Ich stelle mich jetzt mal in irgendeinen Schattenplatz und erzähle euch dann, was gerade gewesen ist. Ja, der Arzt oder die Helferin hatte dann Miami gebracht und der Arzt hatte mir dann erzählt, dass sie nichts gemacht haben, nichts machen konnten. Da es tatsächlich ein Tumor ist. Sie haben aus dem Gewebe Proben rausgestanzt, die jetzt eingeschickt. Die Ergebnisse sind Donnerstag, Freitag da. Das ist aber auch einfach nur so, dass man sich hundertprozentig sicher ist. Aber der hat gesagt, aus seiner Erfahrung her zu 99,9% kann er sagen, dass es ein bösartiger Tumor ist, der das umliegende Gewebe, die Zähne und so weiter alles angegriffen hat. Und den kann man auch nicht entfernen. Also man könnte, wenn man den operativ entfernen würde, müsste man das großflächig machen. Das heißt, man müsste fast die Hälfte des Gesichtes amputieren. Also sowas, sorry, bei aller Liebe, werde ich niemals irgendeinem Tier zumuten und antun, auf gar keinen Fall. Wenn es jetzt was doch plötzlich rauskommen sollte, dass es doch irgendwas Gutartiges ist oder, dann könnte er das alles versuchen, großflächig rauszuschneiden und zuzunähen und die Zähne, es müssten 3 Zähne insgesamt sind betroffen, also das sieht man dann an den Wurzeln. Er hat mir die ganzen Aufnahmenbilder gezeigt, dann müsste man das alles ziehen und dann könnte man es zunähen und dann würde es auch heilen. Bei einem guten, also bei irgendwas Gutem sozusagen, und bei einem bösartigen Tumor ist es aber so, dass der ja alles immer um sich herum angreift. Das heißt, wenn er jetzt zum Beispiel die Zähne und alles ziehen würde und es zunähen würde zum Beispiel oder auch nicht zunähen würde, dann könnte es gar nicht heilen. Es wären dauerhaft offene Wunden sozusagen. Und es würde sowieso nichts bringen. Also er hat gesagt, dass das halt eben dieser bösartige Tumor, der wird weiterhin jetzt wachsen. Und es wird irgendwann der Moment kommen, wo sie halt eben nicht mehr essen kann. Weil sie macht jetzt schon ihre Zunge, hat eine komplette Fehlstellung jetzt schon. Sie ist über die Hälfte nicht mehr gerade, sondern so zur Seite. Also der aktuelle Stand ist, am Donnerstag oder Freitag soll ich anrufen und dann kriege ich sozusagen die hundertprozentige Bestätigung, ob es jetzt ein bösartiger Tumor ist. Aktuell ist es nur eine Bestätigung oder beziehungsweise aktuell ist es einfach nur die Aussage vom Arzt, dass er sagt, dass das ein bösartiger Tumor ist, dass er sich da fast zu 100% sicher ist. Das ist halt auch, weil er hat gesagt, die Wurzeln und sowas sind eigentlich soweit in Ordnung. Das sind die, er hat auch gesagt, man sieht genau, dass die Zähne betroffen sind, wo der Tumor drauf liegt. Also die nebenliegenden Zähne sind nur ganz, ganz leicht, sondern wirklich hauptsächlich da, wo der Tumor halt eben ist. Ja, auf jeden Fall ist es jetzt halt so, dass wir da nächste Woche nochmal die hundertprozentige Bestätigung dann halt eben dafür bekommen.
Scheiße, mein Handy hat sich gerade selber ausgeschaltet, weil es zu heiß ist. Es sind irgendwie paar 30 Grad draußen. So viel geweint die letzten 2 Stunden. Ich habe das Gefühl, ich kann schon gar nicht mehr weinen. Ich bin so schockiert, weil es war so, ich habe mich halt so gefreut und war so euphorisch nach diesem Gespräch mit der Arzthelferin und dachte mir, ja, sie hat es überstanden und es ist doch kein Tumor und alles ist gut gelaufen und. Und dann kommst du rein und dann sagt der Arzt dir auf einmal, ja, es ist ein Tumor, wir konnten leider nichts machen. Das war wie 50 Fäuste, die auf dich eingerieselt sind. Ich kann es irgendwie immer noch nicht glauben. Ich glaube, ich brauche da echt ein paar Tage, um das jetzt zu realisieren. Hätten die heute Mittag angerufen und irgendwie was gesagt, dann hätte ich das noch wahrgenommen. Aber ich war jetzt wirklich 1,5 Stunden, bin ich davon ausgegangen, dass alles in Ordnung ist. Und habe mich so gefreut innerlich und die ganze Zeit gesagt, danke lieber Gott und keine Ahnung. Und irgendwie hat es mich jetzt doch schon so ein bisschen, mein Handy spinnt gerade extrem und wird die ganze Zeit schwarz. Keine Ahnung, ob es überhaupt richtig aufnimmt. Naja, egal, auf jeden Fall. Also jetzt aktuell ist es so, dass der Arzt gesagt hat, sie kann auf jeden Fall noch ein bisschen weiterleben sozusagen. Es kommt jetzt alles drauf an, wie schnell der Tumor wächst. Wenn der langsam wachsen sollte, dann... es ist halt so, dass sie jeden Tag Schmerzmittel bekommt, weil das natürlich der Tumor, ich weiß nicht, ob der Tumor wehtut, aber auf jeden Fall tun die kaputten Zähne weh und das Entzündete drumherum und alles kannst du ja nichts machen. Also muss sie jetzt da sozusagen mit leben, aber sie kriegt Schmerzmittel, dass sie, dass das sozusagen ihr nicht wehtut oder sie damit weiterleben kann. Wenn es so ist, dass sie irgendwann nicht mehr isst, oder ich sehe, sie steht vorm Napf und sie hat eigentlich Hunger und will was essen und sie kriegt es nicht hin oder spuckt alles wieder aus, weil sie es nicht beißen kann oder irgendwie sowas, dass ich das Gefühl habe, sie nimmt auch ab und isst nicht mehr richtig, dann ist auf jeden Fall der Moment, dass wir sie gehen lassen müssen halt eben. Und er hat gesagt, man kann es halt nicht sagen. Wir wissen ja nicht, wie schnell dieser Tumor wächst. Der kann schnell wachsen, der kann langsam wachsen. Es kann theoretisch innerhalb von einer Woche sein. Es kann aber auch sein, dass es 1-2 Monate dauert, bis der halt eben so weit ist, dass es sie so beeinträchtigt, dass sie nicht essen kann. Und das ist der Moment halt eben, wo man halt nichts mehr machen kann. Jetzt ist es so, dass man auch nichts machen kann. Aber dass es noch so ist, dass sie ist und dass sie noch nicht extrem, also sie hat zwar abgenommen, aber noch nicht so extrem. Und solange ich halt eben, wie gesagt, sehe, dass sie isst und trinkt, ja. Ich denke mir so, auf der einen Seite soll ich sie jetzt noch länger am Leben lassen. So, warum soll ich ihr das antun, wenn sie doch da Schmerzen hat und sie nur mit Schmerzmittel sozusagen jetzt gerade weiterlebt? Und auf der anderen Seite hat er halt gesagt, dass es überhaupt nicht schlimm ist, dass es gibt Katzen, die ihr Leben oder Tiere, die ihr Leben lang jeden Tag Schmerzmittel nehmen wegen bestimmten Sachen. Und dass ich da kein schlechtes Gewissen haben brauche. Aber wenn es halt so ist, dass sie wirklich nicht mehr isst und sich dann da anfängt, sozusagen in diesem Moment zu quälen, dann soll ich sie doch bitte einfach halt eben gehen lassen. Ich kann es gar nicht, ich erzähle es, als ob ich irgendeine Geschichte vorlese, aber ich kann es gerade echt überhaupt nicht fassen. Ich bin rausgekommen aus der Praxis, ich konnte, als er mir das gesagt hat, ich war so schockiert, als ob er mir irgendeine Lüge gerade auftischt. Ich hab dort noch nicht mal angefangen zu weinen oder sowas, weil es einfach so, das war so wie ein schlechter Scherz so in dem Moment. Ich bin dann nach Hause gelaufen und dann wurde es mir so immer mehr bewusst und klar. Und erst als ich zu Hause war und es meinem Mann erzählt habe, dann bin ich irgendwie so gefühlt zusammengebrochen und habe erstmal geweint und bin zu meiner Schwester rüber und habe ihr das erzählt. Und irgendwie ist es aber gerade wieder so, dass ich das nicht realisieren kann. Also ich weiß, dass sie jetzt noch ein bisschen bei uns ist und dass wir einfach nochmal die letzten Wochen miteinander genießen können und dass wir es versuchen, so angenehm wie möglich zu machen. Und
Ich weiß aber, dass es ihr jetzt auch gerade in Anführungszeichen gut geht, weil sie läuft rum und sie isst und sie trinkt. Und gestern, wie sie mit diesen Mini-Baby-Salamander rumgespielt hat draußen, dann dachte ich mir so, hey, du bist doch total fit und ist doch alles gut und so weiter, ja. Es ist ja nicht so, dass sie in der Ecke liegt, nicht isst und nicht trinkt und ich sie zwanghaft am Leben lassen möchte. So ist es auf gar keinen Fall. Sie ist wirklich fit und ihr geht es sozusagen gut. Das Einzige, was halt gewesen ist, diese Speichelgeschichte und dass sie sich immer mal am Tag für eine längere Zeit so zurückgezogen hat, was ja auch in Ordnung ist für eine Katze. Viele Katzen ziehen sich mal zurück, gerade wenn man halt eben älter wird. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie sage, so, dass ich so egoistisch bin und sage, ich behalte sie jetzt zwanghaft am Leben oder sowas. Das ist jetzt überhaupt gar nicht so. Also da achte ich wirklich drauf, dass es ihr, wenn es ihr nicht mehr gut geht, dass ich da dran, also dass ich jetzt noch mehr sozusagen drauf achte und wenn ich merke, dass es ihr nicht gut geht, dass ich da auf jeden Fall dann halt sie von erlöse. Ich finde es so scheiße, auch für die Kinder. Ich meine, der Samu checkt es noch nicht, aber der Lias, der wird jetzt gleich fragen, was ist mit Miami? Ist Miami zu Hause? Hat der Doktor sie ihr geholfen? Und wenn ich dann sage so irgendwie, ja, sie ist zu Hause, aber gleichzeitig bleibt sie nicht lange zu Hause. Das kann in einer Woche oder in einem Monat oder in zwei Monaten, man weiß es halt eben nicht. Ich weiß es nicht, das ist halt voll die beschissene Situation. Wenn es jetzt so gewesen wäre, dass ich gesagt hätte, hey, ich bin ohne sie nach Hause gekommen und dann hätte man das irgendwie überstanden, weil der hat ja gestern ganz, ganz, ganz bitterbös geweint. Und jetzt ist es so, ich komme wieder mit ihr nach Hause, aber ich nehme sie trotzdem wieder weg. Das ist irgendwie so... Ich weiß nicht. Ich werde ihm, glaube ich, irgendwie das so vermitteln, dass der Doktor ihr nicht hundertprozentig helfen konnte, aber dass sie noch ein bisschen bei uns sein kann. Und wenn es ihr dann, jetzt geht es ihr gerade einigermaßen gut, aber wenn es ihr wieder schlechter geht, dann müssen wir sie leider gehen lassen. Und dass das noch ein bisschen dauert, aber dass das nicht allzu lange dauert. Also ich versuche es ihm schon klar zu machen, dass es jetzt nicht so über Jahre halt eben geht, sondern schon relativ in näherer Zukunft und dass wir einfach jetzt noch aber das Geschenk bekommen haben, vielleicht, dass ich das irgendwie so sage, dass es so ein, dass es ein Geschenk ist, dass wir einfach noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen können. Irgendwie so, keine Ahnung. Naja. Ist halt so, müssen wir jetzt alle durch. Es ist, ich habe zu meiner Schwester vorhin auch gesagt, eigentlich diese Tumorgeschichte, dass sie diese Tumore halt eben hat, das wurde ja schon vor vielen, ich weiß gar nicht genau, wie lange das jetzt ist, aber es sind sehr, sehr, sehr viele Jahre. In Frankfurt waren das ja schon viele, viele Jahre. Das ist ja schon lange festgestellt auf jeden Fall. Und die haben uns damals ja schon gesagt, dass es halt eben sein kann, dass diese Tumore wuchern und nach außen oder nach innen im Körper, dass da noch weitere Tumore entstehen und dass man es regelmäßig kontrollieren muss, um das einfach im Auge zu behalten, dass es halt eben passieren kann. Ja, die haben das damals ja getestet und es waren damals halt eben insofern gutartige Tumore, dass sie halt kein anderes Gewebe angegriffen haben und sie halt eben nicht beeinträchtigt haben. Klar, damals, sie musste regelmäßig in Narkose gelegt werden und regelmäßig operiert werden, aber sie hat jetzt wirklich super viele Jahre damit verbracht. Ich muss mal in den Unterlagen nachschauen, wie lange sie das jetzt hatte. Und das ist ja jetzt wirklich, also sie hat wirklich schöne viele Jahre damit gelebt, toi toi toi. Also das hätte ja damals auch sein können, dass es irgendwie ein halbes Jahr gedauert hätte oder so, sondern nee, aber sie hat jetzt wirklich viele Jahre damit gelebt und ist so super damit klargekommen, hat das jedes Mal so super gemacht, jede einzelne OP, Gott, wie viele sie alleine wegen diesen Zahnfleischtumoren, wie viele OPs sie hatte. Aber sie hatte ein wirklich, wirklich schönes Leben gehabt, muss man echt sagen, trotz dieser blöden Tumore. Aber jetzt dieser Tumor, gegen einen bösartigen Tumor kann man halt nichts machen. Da haben wir jetzt dann halt eben den Kampf verloren. Ja, also hätte der Arzt jetzt irgendwie gesagt, man kann das noch das und das und das machen. Ich hätte echt alles probiert, ja, aber ich will das auch irgendwie so realistisch sehen, weil es gibt ja verschiedene Arten von Menschen, wie man es halt eben macht, aber ich bin auf jeden Fall einer dieser Menschen, die
schaut, dass es nicht nur mir gut tut und mein Wunsch erfüllt wird, dass sie so lange wie möglich am Leben ist, sondern dass ich auch nach ihr schaue. Dass ich schaue, inwiefern es ihr gut tut und nicht egoistisch bin und sage, machen Sie alles, Hauptsache sie bleibt am Leben, egal wie, so nach dem Motto. Also ich will, dass es ihr gut tut, und wenn ich sehe, dass es ihr nicht mehr gut tut, dann muss ich einfach da dann halt eben die Entscheidung treffen. Also sowas wie das halbe Gesicht zu amputieren, das kommt für mich absolut nicht in Frage. Also sowas tue ich ihr echt nicht an. Das ist so grausam und nee. Ja. Das war echt ein ganz schöner Schlag. Ich habe mich einfach zu sehr auf dieses Gespräch fokussiert gehabt mit, es ist alles gut, sie hat die OP gut überstanden. Ja, sie hat alles gut überstanden, das stimmt schon. Sie hat die Narkose gut verkraftet und ist schön schnell wieder aufgewacht. Alles war super gewesen, aber es wurde halt nichts gemacht, weil nichts gemacht werden konnte. Er hat auch gesagt, es hätte jetzt gar nichts gebracht, ihr die Zähne zu ziehen, weil die ganzen Wunden wären nicht verheilt, weil der bösartige Tumor direkt nebendran ist und die Wundheilung eben verhindert hätte. Ja. Also so viel dazu. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die nächsten Wochen weitergehen. Wie lange sie das Ganze aushält. Vielleicht werden wir alle überrascht und es geht doch noch ein bisschen länger, aber ich habe ihm halt gefragt, wie lange würde sowas jetzt, wie lange wird sie maximal vielleicht durchhalten? Und er hat gesagt, selbst wenn er, wenn es jetzt ein Tumor ist, der langsam wächst, also er hat schon Tumore gesehen, die langsam wachsen in so einem ähnlichen Bereich, und da hat man es wirklich bis zu 6 Monate hinauszögern können. Und ich denke mir so, hinauszögern die ganze Zeit mit extra, also er hat gesagt, das waren aber auch extremere Schmerzmittel. Also wir kriegen jetzt nur Schmerzmittel, dass sie sozusagen in Ruhe essen kann, dass diese Zähne, diese ganzen Entzündungen ihr nicht so wehtun. Es gibt aber noch stärkere Schmerzmittel mit Cortison und was weiß ich was alles drum und dran. Aber ich weiß nicht, Tiere da so voll zu pumpen mit krassen Schmerzmitteln, nur damit sie einen Monat länger leben. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, hey, wenn du das gibst, dann kann sie noch 3, 4, 5 Jahre weiter ein gutes Leben führen. Das ist was anderes. Aber wenn der Arzt sagt, ja, dann kann man vielleicht ein paar Wochen gewinnen, dann ist das absolut egoistisch zu sagen, ja, das machen wir. Nur wegen ein paar Wochen sie da mit krassen Schmerzmitteln irgendwie voll zu pumpen. Also das finde ich, das geht nicht. Und ja, deswegen, wir werden sehen, wie schnell dieser Tumor wächst. Wir werden sehen, wie lange sie das Ganze mitmacht oder wann sie es halt eben nicht mehr mitmacht. Und wir versuchen einfach jetzt, dass wir das als Geschenk sehen, dass wir einfach nochmal vielleicht eine schöne Zeit mit ihr haben. Ob es jetzt ein paar Wochen sind oder ein paar Monate, werden wir sehen. Hauptsache, es geht ihr während der Zeit gut. Das ist das Wichtigste und das Einzige, worauf ich schaue. Ich schaue nicht auf, wie es uns dabei geht, sondern ich schaue nur, wie es ihr geht. Und wenn es nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr. Ja. Also das ist das, was Wochen alles passiert ist. Ich würde sagen, ihr Lieben, ich melde mich, denke ich, morgen wieder bei euch. Und guck einfach mal. Ich werde euch auf jeden Fall noch erzählen, was bei der Osteopathin vorhin rausgekommen ist, was da alles gewesen ist. Und ja, ich versuche mich jetzt halt auch, ich versuche mich so gut es geht irgendwie zusammenzureißen für die Kinder, weil wenn ich dann auch noch vor denen irgendwie weine, dann bringt es auch nichts. Deswegen, ich versuche mich so gut es geht zusammenzureißen, und wenn die Kinder irgendwie gerade nicht da sind oder am Schlafen sind, dann kann ich ja auch mal meinen Gefühlen freien Lauf lassen. Aber ich versuche irgendwie vor denen zwar schon zu zeigen, dass ich auch traurig darüber bin. Ich möchte meine Gefühle nicht komplett verstecken, aber ich möchte auch nicht so, wie ich vorhin irgendwie da mit meinem Mann zusammen, ich da halb zusammengebrochen bin. Das möchte ich halt auch nicht vor denen, weil die brauchen nicht noch irgendwie eine Mama, die da so krass, also
ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, dass ich einfach versuche, für die da zu sein und für die stark zu sein. Ich muss mal nur gucken, wie ich das am besten alles irgendwie erzähle und rüberbringe, dass es nicht zu schlimm wird. Also heute Morgen auch, wo wir Miami dann einfangen mussten sozusagen. Auf der Treppe hat der Elias sie dann gestreichelt und ich bin dann mit dem Körbchen gekommen. Und dann war er auch wieder, hat er ganz trauriges Gesicht gemacht und dann haben wir uns unten, meine Schwester kam auch rüber und dann haben wir uns alle nochmal von ihr verabschiedet und ihr gesagt, dass wir uns später wieder sehen und dass sie das schaffen wird. Und dann hat der Elias wegen irgendeiner banalen Kleinigkeit, irgendwas war mit Frühstück oder so, wegen irgendwas hat er angefangen zu weinen. Und da haben wir aber alle schon gemerkt gehabt, dass es nicht wegen irgendwas war, sondern wegen Miami halt einfach, dass es in dem Moment einfach so wieder über ihn kam und dass er ja einfach, ja, auch wenn, als meine Schwester rübergekommen ist, normalerweise rennt er immer sofort zu Malia und drückt sie und knuddelt sie und freut sich und sie kam rüber und er hat nur kurz zu ihr geguckt und gesagt, guten Morgen und es war so richtig, man hat ihm richtig angemerkt, dass es ihm unglaublich weh tut. Er ist halt einfach wirklich sehr sensibel und liebt Miami so, so sehr, also ja, da muss ich echt gucken, wie ich ihm das ganz, ganz, ganz schon beibringe. Wir haben 20 vor 4, deswegen hole ich jetzt schnell den Sabo ab und dann gehen wir den Elias abholen und dann, ja, hören wir uns morgen wieder, ihr Lieben, also macht's gut, ciao, ciao.